Dein Seilzug ist gerissen und du hast gesehen, dass dieser Dorn hier weggebrochen ist. Keine Panik, du musst nicht gleich die komplette Bodenwanne austauschen. Hallo, ich bin Stanley, der Servicetechniker. Wie gesagt, du hast das Problem, dass dieser Dorn hier vorne abgebrochen ist, deine Seilzüge defekt sind, die Tür nach unten fällt. Früher musste man hier die komplette Bodenwanne austauschen. Heutzutage genügt es, ein Umbaukit einzusetzen. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Die Ersatzteilnummer zum Umbaukit nenne ich euch nochmal am Ende des Videos, damit ihr das bestellen könnt. Wenn ihr dieses Umbaukit dann da habt, besteht dieses aus mehreren Teilen. Das sind einmal diese zwei Halterungen, eine neue Umlenkrolle und ein paar Schrauben noch dazu. Das Ganze wird geliefert für die linke und für die rechte Seite, immer davon ausgehend, wenn man von vorn auf das Gerät schaut. Wie gesagt, wenn man jetzt hier von vorn auf das Gerät schaut, ist das hier die linke Seite. Und dann schaut ihr im Prinzip, habt ihr hier einmal ein L und auf der anderen Seite ein R. Dann gibt es hier zwei verschiedene Größen. Hier müsstet ihr schauen, welche Größe passt hier drauf. Hier seht ihr, das ist zu groß. Also wäre es diese Größe, das passt hier genau rein. Zuallererst müsst ihr natürlich noch hier hinten die Feder entfernen. Dazu nehmt ihr euch am besten eine Zange und zieht diese Feder heraus. Damit man das Ganze jetzt etwas besser sieht, nehme ich euch mit der Kamera mal etwas näher mit heran. So, hier sehen wir nochmal die Stelle mit dem abgebrochenen Dorn. Sollte hier noch etwas zu sehr überstehen, dann nehmt bitte eine Feile, macht das hier etwas glatt. Ihr könnt auch einen Schlitzschraubendreher nehmen und hier den Rest einfach abschlagen. Denn steht hier noch zu viel Dorn übrig, wird dieses Ersatzteilkit nicht passen. Dann, wie gesagt, ist hier der eine Teil. Hier sieht man nochmal 2L, also die zweite Größe für die linke Seite. Und im nächsten Atemzug habt ihr auch hier beschriftet die Umlenkrolle. Auch hier ist ein kleines L drauf. Diese Umlenkrolle wird dann hier eingesetzt. Aber vorher noch den Seilzug hier hineinführen. Um das Seil einzufädeln, legt ihr es hier oben drüber. Einmal hier durch und hier unten und hier leicht einrasten. Habt ihr den Seilzug jetzt hier eingefädelt, setzt ihr dieses Loch auf diese Aussparung. Von hinten sieht das Ganze dann so aus. Das Seil kommt hier an der Seite wieder heraus und danach könnt ihr das im Prinzip hier schon mal einsetzen. Im nächsten Arbeitsgang können wir jetzt hier oben das Seil wieder einhaken und danach wird das Ganze hier mit der dickeren der beiden Schrauben gesichert. Hier zeige ich euch nochmal die beiden Schrauben, da wird die dickere verwendet. Ihr könnt hier auch im Prinzip das Loch leicht vorbohren oder etwas kräftiger drücken. Dann frisst sich die Schraube hier selbstständig in den Kunststoff hinein und das Ganze hält. Habt ihr diese Schraube eingesetzt, müssen wir als nächstes die Feder natürlich wieder einsetzen. Um die Feder einzusetzen, die kommt hier hinten in diese Aussparung, zieht ihr die Feder mit der Hand oder mit einer Zange etwas nach hinten, setzt sie hier oben und unten in diese Aussparung ein. Das geht manchmal etwas straff und drückt sie hinein. Sollte das hier nicht leicht reinrutschen, könnt ihr hier auch mit einem Hammer ein, zwei Schläge draufhauen, dann rutscht die nach innen. Habt ihr nun die Feder eingehangen, wird diese Kunststoffplatte noch von vorn gesichert. Dafür drehe ich euch das Gerät mal herum. Hier sehen wir jetzt die Öffnung für die Schraube von vorn. Da nehmt ihr dann die längere Schraube, setzt auch diese an und schraubt sie komplett herein. Habt ihr dann die Schraube von vorn eingeschraubt, seht ihr, dass sie hier etwas herüberschaut und sichert im Prinzip diese Platte nochmal zusätzlich. Zu dem ganzen Umbaukit gibt es auch nochmal eine bebilderte Beschreibung, also da kann man eigentlich nichts falsch machen. Die Ersatzteilnummer wäre die 12039064.
Wenn ich euch mit diesem Video helfen konnte, würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, diesem Video einen Daumen nach oben gebt und ihr könnt in Zukunft einfach selbst reparieren. Du hast meinen Kanal noch nicht abonniert? Warum eigentlich nicht? Denn so findest du, wenn du mal ein Problem mit einem Gerät hast, egal ob Waschmaschine, Elektroherd, Geschirrspüler oder Trockner, relativ schnell die einfachen Reparaturvideos, um deine Geräte wieder flott zu bekommen. Nebenbei hast du dann gleich meine Kontaktdaten, diesen unten in der Videobeschreibung hinterlegt, kannst mir sogar am Wochenende und an Feiertagen schreiben, wenn du ein Problem hast, und dann helfe ich dir auch gern per E-Mail weiter. Also, wie gesagt, einfach den Kanal abonnieren und du findest mich ganz schnell wieder.